Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Schalke 04. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Benjamin Pavard spielt mit Matthijs de Ligt in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und die einzige Sturmposition besetzt Serge Gnabry. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Gegen die Bayern hat es jede deutsche Mannschaft schwer, weil da seit vielen Jahren vorbildlich gearbeitet wird. Weil da auch immer wieder mit Blick auf die Zukunft gearbeitet wird. Und genau das, Wolf, finde ich beeindruckend, wie die Bayern langfristig geplant haben. Denken wir an den Stadionbau, denken wir an das Trainingsgelände und denken wir auch an die Nachwuchsarbeit. Wir gehen jetzt rein in dieses Spiel. In dieses Traditionsduell. Schalke gegen Bayern. Es geht um viel. Keiner will das Ding hier verlieren. Das wird hochinteressant. Leroy Sané. Jetzt kommt die Flanke. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Karaman. Die Frage ist, wer könnte denn heute ganz besonders auftrumpfen in dieser Partie? Kingsley Coman ist da ein Name, den man nennen muss. Bei dem beeindruckt mich immer wieder das unglaubliche Tempo. Coman! Die Bayern machen das Tor! Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gebracht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Joao Cancelo. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Cedric Brunner. Schalke macht Druck. Kenan Karaman. Jetzt Eckball. Hier nochmal das Tor, das zur Führung führte. Jetzt kommt die Ecke. So, der Ball ist erstmal weg. Schuss! Sommer hält, Ball ist noch im Spiel. Erstmal Gefahr bereinigt. Riesenparade natürlich. Man merkt, sie wollen diesen Ausgleich, sind sehr aktiv. Und er liegt nahe, er liegt sehr nahe. Masraoui. Gnabry. Musiala. Chance für Musiala. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung.
Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Im Augenblick haben sie den Ball nicht. Jetzt heißt es also erstmal hinten dicht machen. Super Pass jetzt. Oh, viel Platz jetzt. Sie haben immer noch den Ball. Gute Aktion, Spiel raus. Es gibt Eckball. Jetzt die Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Alex Krall. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Goretzka. Masraoui. Pavard. Joao Cancelo. Serge Gnabry. Gnabry! Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Nicht mehr lang zu spielen in dieser ersten Hälfte. In der Bayern München vorne liegt, in der Schalke schlicht und ergreifend mehr tun muss, das ist bisher viel zu passiv, was die Schalke anbieten. Frey. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Abseits. Wir hören's und wir sehen's. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Sané. Pavard. Eine Minute gibt's obendrauf. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel, so kann er kein positiver Faktor sein. Schalke 04 mit dem Anstoß. Die zweite Hälfte kann losgehen. Coman. Serge Gnabry. Da haben sie die Chance. Pech, der geht knapp über die Latte. Aus dem Angriff wird also nichts. Nur der Alu-Treffer und das wird sie mächtig ärgern. Das Ding hätten sie zu gerne mitgenommen. Vielleicht bekommen sie gleich die nächste Chance. Sané. Ganz stark. Frey. Chance zum Konter jetzt.
Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Joao Cancelo. Ball bei Gnabry. Kimmich. Sie suchen Musiala. Abwehr macht zu. Frey. Schalke jetzt über außen. Klasse Pass jetzt. Da ist er da. Den Ball hat er. Und das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Nusay Mazraoui. Neu auf dem Feld, die Nummer 20, Buna Sarr. Jetzt kommt die Ecke. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Die Szene erstmal zu Ende. Joao Cancelo. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Chance für Musiala. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen. Aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Ecke kommt von Kimmich. Der Keeper holt sich diesen Ball. Jetzt Thomas Müller. Jetzt ist der Platz da. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Kimmich. Ah, da ist der Ball weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Verteidigt da den Ballbesitz. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt die Ecke. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Die Ecke kommt rein. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Hier ist noch alles drin. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Gnabry. Gravenberg. Thomas Müller. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Da machen sie zu. Wichtige Aktion.
Gnabry. Die Bayern über die Seite jetzt. Gravenberg. Der Ball geht auf Müller. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Knapper Sieg also in der Liga. Sie wissen natürlich, dass das auch anders hätte ausgehen können. Aber sie werden sich natürlich trotzdem freuen. Das war ein wichtiger Sieg.